Welche wichtigen Themen werden Sie 2022 angehen? Also es ist ja immer ein fließender Prozess, dem wir unterworfen sind. Viele Themen müssen weiter fortgeführt werden. Strukturwandel, das Stichwort ist schon gefallen. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr den Spatenstich für das neue Bahnwerk machen können. Damit sind viele andere Themenfelder mit dort eingebunden, was alles die Entwicklung im Viehmarkt herum betrifft, die Baustellenfreimachung einschließlich auch, wie wird dann der Verkehr dort vor Ort organisiert. Das machen sicherlich meine Fachleute, aber trotzdem hat es Folgewirkung. Wir haben das ganze Thema Uni-Entwicklung auch. Wird unser Technologie- und Industriepark ein Science-Park, sprich ein Wissenschaftspark, wo auch neue Industrieansiedlungen möglich sind, die sehr nah an wissenschaftlicher Kooperation sich binden wollen. Das alles unter dem Stichwort Strukturwandel. Wir haben die Frage Mediziner-Universität. Auch das fordert unsere Stadt ein. Und das ist, sag ich mal, alles, was dahingehend läuft, bis dahin, dass wir natürlich auch die Frage stellen müssen, wie können wir Cottbus positiv bekannter noch machen? Also Marketingkampagne, das, was wir in den letzten 2 Jahren begonnen haben, muss jetzt noch mal verfestigt werden. Auch da sind wir im Rahmen unserer Rolle in der Wirtschaftsregion Lausitz einen großen Schritt weitergekommen. Wir werden alle Grundlagen und Voraussetzungen jetzt schaffen, dass wir in diesem Jahr dort mit Partnern gemeinsam etwas auf den Weg bringen, um eine Marketingkampagne hier zu starten. Da sind örtliche Partner genauso mit eingebunden und wie möglicherweise überörtliche Partner, die wir noch suchen, wo wir derzeit auch unterwegs sind, über eine Ausschreibung diese Partner auch an uns zu binden. Die Entwicklung der Stadtpromenade, hochaktuell zu Beginn diesen Jahres, wird heiß diskutiert. Wie soll sich Stadtpromenade dort entwickeln? Da wird es auch viele Diskussionen noch geben. Und wir haben des Weiteren, das möchte ich auch noch mal sagen, was mir ganz wichtig ist, auch die Verwaltung ist weiter oder auch der Abgang von verdienten Mitarbeitern und Mitarbeitern, die in ihren Ruhestand gehen, muss kompensiert werden. Auch dort müssen wir Menschen finden, um, sag ich mal, das Gute, was hier geleistet worden ist, vor allen Dingen auch das fachliche Wissen, was diese Kolleginnen und Kollegen haben, zu erhalten und zu transferieren. Denn die Rahmenbedingungen, die außen da sind, die sind vorhanden und wir müssen Gas geben, dass wir weiter dort mit dem Schritt der Zeit gehen. Und das sind alles Aufgaben, die, sage ich mal, fließend sind. Dort Einzelne rauszupicken und auszusortieren, ist nicht meine Art. Mein Anspruch ist einfach, auch unter Berücksichtigung dessen, wie Cottbus mal vor 8 Jahren stand, mit knapp 360 Millionen Kassenkreditverschuldung, aktuell nicht mal 90 Millionen Kassenkreditverschuldung, diesen Prozess so fortzuführen, dass ich meiner Nachfolgerin, meinem Nachfolger ein geordnetes Haus in dieser Frage übergeben kann. Denn Cottbus hat einfach mehr verdient und dieser Slogan fühle ich mich einfach verpflichtet und da möchte ich auch alles tun. Welche Entwicklungen in Ihrer Amtszeit würden Sie als besonders positiv beschreiben? Also worauf wir Cottbusser alle stolz sind ich auch insbesondere, ist, dass wir bei der Frage des Erhaltes unserer Kreisfreiheit als Stadt als Sieger vom Platz gegangen sind. Da hatten wir ja auch teilweise durch politische Parteien Gegenwind in der eigenen Stadt. Wir haben uns durchgesetzt, Cottbus ist kreisfrei geblieben. Das ist wichtig für alles das, was wir jetzt auch im Strukturwandel erleben. Wir merken und spüren das, dass wir ganz anders wahrgenommen werden in Bundesministerien, in anderen Institutionen, weil wir direkt am Tisch sitzen und nicht uns über einen Landrat vertreten lassen müssen. Das ist deswegen ein unschätzbarer Vorteil, den wir als große Stadt hier in der Lausitz genießen können. Die zweite Frage ist, dass wir, nachdem nun die Entscheidung auch zur Altanschließerproblematik per Gericht getroffen worden ist, dass wir ruckzuck den Schalter umgelegt haben, dass wir eine Lösung gefunden haben, die, glaube ich, den allergrößten Altanschließern zugute gekommen ist. Sprich, wir haben die Beiträge wieder ausgezahlt, haben zurückgezahlt, konnten das, was, sag ich mal, gestundet worden ist, aufheben. Also auch dort eine verträgliche Lösung. Das, was auch häufig diskutiert wird und was natürlich auch die Stadtgesellschaft insbesondere sehr, fast zu zerreißen drohte, ist die Frage, wie schaffen wir Flüchtlinge zu integrieren. Auch das ist ein Prozess, den wir uns gestellt haben, nachdem dann endlich auch uns die Hilfsmittel in die Hand gegeben worden sind, die wir schon lange vorher gefordert haben.
haben wir diesen Ball aufgenommen, wir haben die entsprechenden Strukturen geschaffen. Und ich sage auch an der Stelle, wir sind mit dem Prozess noch lange nicht am Ende, denn Integration ist keine Frage von wenigen Monaten oder ein, zwei Jahren. Ich glaube, hier ist es fast eine Generationenfrage, die damit verbunden ist. Und das heißt, wir werden weiter viel Energie auch reinlegen müssen, dass Integration von Flüchtlingen, wo absehbar ist, dass sie in den nächsten Jahren auch Deutschland nicht verlassen können, dass uns das weiter gelingt, dass wir das gut meistern werden. Die fachlich kompetenten Menschen haben wir. Uns ist es wichtig, aber auch, dass wir die finanziellen Ressourcen weiter zur Verfügung gestellt bekommen, die dafür einfach notwendig sind. Das sind Punkte, die mir ganz wichtig sind, und ich möchte auch nicht verhehlen, dass die Frage der Bürgerdialoge auch eine Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht ist, weil wir haben uns nicht gescheut, den Fragen, die Bürger haben, uns zu stellen. Wir waren als Rathaus gut aufgestellt. Wir haben auch einen Teil der Stadtverordnetenversammlung mitnehmen können. Und insofern denke ich schon, dass das im Großen und Ganzen neben der Haushaltsgeschichte eine positive Entwicklung hat für unsere Stadt. Die heißt es jetzt fortzusetzen, vielleicht sogar noch ein bisschen positiver zu machen, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, gerade auch für junge Leute noch etwas attraktiver zu machen. Denn letzten Endes, jede Generation verlangt für ihr Zeitalter gewisse Rahmenbedingungen. Ich glaube, die Schienen sind gelegt für unsere Stadt, und jetzt heißt es mit meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger, dass die Gleise weitergefahren werden können und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle entweder das Tempo erhöht wird oder auch der Luxus, mit dem auf den Schienen gefahren wird, etwas besser wird, damit die Menschen hier gern nach Cottbus kommen und sehen, hier entwickelt sich wirklich etwas zum Positiven. Was würden Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben? Ich glaube, gerade auch mit der medialen Wahrnehmung unserer Stadt überregional in den Medien möchte ich eigentlich oder hätte ich einen Wunsch oder das, was ich sehr gerne auf den Weg geben möchte, immer wieder den Kontakt zu den Bürgern zu suchen, die Sorgen und die Nöte ernst zu nehmen, aufzunehmen, Antworten zu finden, natürlich aber auch Kompromissfähigkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Sorgen loswerden wollen, auch abzuholen. Das heißt, in einem stetigen Dialog dort versuchen, für die Stadt das Beste zu suchen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir auch in den nächsten Jahren, möglicherweise auch in den Jahrzehnten vor uns haben. Denn Cottbus ist Teil einer großen Gesellschaft. Und wenn es schon im Kleinen nicht funktioniert, dann kann auch das große Gebilde nicht funktionieren. Und insofern hat jeder Oberbürgermeister, jede Oberbürgermeisterin hier an dieser Stelle genau die Verantwortung, die ich derzeit auch so wahrnehme. Gibt es noch ein paar Worte, die Sie direkt an die Cottbusserinnen und Cottbusser richten möchten? Ich möchte einfach die Bürger dahingehend ermutigen, weiter Vertrauen in diese Stadtverwaltung zu haben. Glauben Sie mir, jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin ist gewillt, hier das Beste für die Bürgerinnen und Bürger zu tun. Wir als Rathausspitze so und so. Wir möchten, dass wir so schwierig wie die Situation ist, weiter fest zusammenhalten. Wir können unterschiedliche Meinungen haben, die sollen auch ausgetauscht werden, aber bitte immer mit einem Hinblick eines Respektes vor der Meinung des anderen, friedliche Auseinandersetzung und Kompromissfähigkeit auf allen Seiten. Ich glaube, dann werden wir auch gemeinsam diese Situation, so wie sie jetzt hier ist, gut meistern können. Dieses Jahr endet Ihre achtjährige Amtszeit. Gibt es schon Pläne für die Zeit danach? Da gibt es Pläne, aber momentan, glauben Sie mir, ich habe noch gut 10 Monate vor mir. Das ist fast ein ganzes Jahr. Die möchte ich voll hier als Oberbürgermeister für die Cottbusserinnen und Cottbusser wahrnehmen. Und da liegt der Fokus drauf. Und wie gesagt, mein Anspruch ist es, ein geordnetes Haus zu hinterlassen. Und das bedeutet nicht, dass es weniger Arbeit deswegen wird. Ich danke auch.